Was backen wir denn heute? Well, you don't know me any better. Wolfgang von Goethe. Also, auf Platz 5 lesen und Serien gucken. Und hier ist Backen ohne Mehl. Desto doller ihr die Eier schlagt, desto fluffiger Kaffeekränzchen mit Jannike Schubert. Jetzt wisst ihr vielleicht, wer ich bin. So sehe ich in echt aus. Zitronen-Mandelkuchen. Mit Mandeln habe ich die bestreut. www.theater-hr-mg.de. Kein Mehl, keine Hefe. /backen ohne Mehl. Ja, fällt nicht raus. Theater ist Teamsport. Philipp, mein Lieber, wie geht's dir? Gut geht's. Wie geht's dir, meine Liebe? Gut. Heimaterde haben wir geprobt. Eine Frau wird lebendig begraben von einem Soldaten. Während dieser Hinrichtung entwickelt sich ein Dialog und die beiden lernen sich kennen. Eingeschalteten Zuschauer hoffentlich können erraten, um welche Werke es sich handelt. Wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen, ja. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Das ist jetzt die letzte Runde. Jannike, bist du bereit? Das Einzige, was es hier unten vermisste, waren die Spinnweben und der Staub. Zu das kleine Gespenst. Tada! Matthias ST2. Der Gewinn muss geteilt werden. Der Richard, der ist 7 Jahre alt, der hat uns mal seine Top 5 Spiele geschickt. Auf Achse. Ja, klar. Spiel des Lebens. Rolling Stones Monopoly. Platz 2, das klassische Monopoly. Platz 1, pass auf, hier kommt's. Krefeld Monopoly. Micha, eigentlich würden wir uns jetzt öfters sehen auf den Proben von Wilhelm Tell, ne? Ja, wir würden zusammen probieren im Augenblick, ja. Spielst da? Sag mal, erzähl mal kurz. Den Bösewicht, Hermann Gessler. Was ja gar nicht passt zu dir, Bösewicht. Ach, danke schön. Ich wollte gerade sagen, Typ besetzt, aber nee. du hast die Kurve noch gekriegt. Ja, und da arbeiten viele noch, ne? Also wir sind zwar alle mit dem Sicherheitsabstand unterwegs, aber es gibt so viele Alltagsfragen. Die Schneiderei, die näht im Augenblick Atemmasken. Die Kollegen der Technik sind unterwegs mit Wartungsarbeiten. In den Werkstätten wird weiter an den Dekorationen gebaut und. Also alle die Dinge, die man so umsetzen kann, dass man die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut aufrechterhält, die macht man, genauso wie die Künstlerinnen und Künstler eben zu Hause üben, trainieren und so weiter und so fort. Nachholen wird kaum möglich sein, wenn die Zeit immer knapper wird in dieser Spielzeit. Man wird dann schauen, welche Titel man in die nächste Spielzeit oder in die übernächste überträgt. Als 4, Familie und Freunde online treffen via Videochat, also so wie wir das jetzt machen. Genau. Spiele und Puzzle. Katrin, schönen Sonntag noch. Ne? Lass es dir gut gehen. James Park! Hi! Ach, du Rotwein. Chor mit halber Stelle. Die andere Hälfte bin ich dann auch im Solo. Das heißt, da bin ich halt dann solistisch. Das heißt, Konomiyaki, das ist japanischer Pfannkuchen. Und man kann da eigentlich reintun, was man möchte. Dirk sagt gerade, James, du hast Klopapier auf dem Schrank gehamstert. Das ist Küchenpapier in 3 Teilen schneiden und das ist also Klopapier. I'm yours. Dankeschön. Robin hat geschrieben, ob wir ihm ein Stück per DHL schicken. Machen wir. Machen wir. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.